Michael Schulz hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihm hier Titus zu machen, was mir natürlich sehr gefreut hat. Ich habe relativ schnell schon so ein Raumgefühl gehabt und was ich dann auch Skizzen gemacht habe und Fotos, die ähnlich sind, wo man also als Kommunikationsbasis. Man hört natürlich das Stück, man geht ins Libretto, nimmt es für sich ein bisschen auseinander, die Fantasie beginnt an zu spielen. Ich sage immer so, man schwingt sich in so ein Stück ein. Ja, und dann geht es sozusagen in eine Endfertigung im Modell. Man baut das Modell. Wir bekommen vom Bühnenbildner ein Bühnenbildmodell. Und der erste Schritt ist eigentlich, dass wir eine Vorbesprechung machen. Ist das so realisierbar, das Bühnenbildmodell? Passt es ins Budget? Alternative Schraube anschweißen im Bonusbuch, so was ich aber gar nicht gut finde. Weil danach gehen wir weiter, dann gibt es eine Bauprobe. In der Bauprobe werden dann die Sichtlinien überprüft. Und wir müssen dabei auch schon sicher sein, dass wir eine Zusage treffen, auch gegenüber dem Regie-Team. Bekommen wir das so umgesetzt? Dann geht es weiter, dass man eine Werkstattbesprechung macht. Bei diesem Werkstattgespräch sind alle Leiter der Abteilungen dabei und dort wird eigentlich jedes Bauteil komplett durchgesprochen und auch auf die Machbarkeiten nochmal überprüft, auch auf die Materialitäten nochmal überprüft. Auch wir hier oben in der Planung müssen natürlich auch immer wieder uns das Bild, was am Ende auf der Bühne erzeugt werden soll, auch vor Augen haben und das letztendlich auch dann dahin bringen, dass es funktioniert. In Werkstätten haben wir einen Malersaal, wir haben eine Plastikabteilung, wir haben eine Dekoabteilung und eine Schlosserei und eine Schreinerei. Und das muss alles nachher ein Bild ergeben. Und am Ende ist das Zusammenspiel das, was auch das ganze Stück oder unsere Arbeit auch so interessant macht.